Ja, schön, dass einige doch von euch zu mir meine Session gefunden haben. Ich werde euch heute ein bisschen was erzählen, warum Introversion nichts Schlimmes ist. Ist es wirklich nicht. Kurz zu mir. Ich bin Jessica. Ich bin Webdeveloper, jetzt schon seit fast 10 Jahren. Und in den sozialen Netzwerken findet ihr mich meist unter Luminu, meinem Nick. Und ich bin auch introvertiert. In der Session-Beschreibung habe ich so ein bisschen typische Verhaltensweisen beispielhaft erwähnt. Zum Beispiel, dass es Menschen gibt, die eben still sind, dass sie unscheinbar sind, dass sie gerne alleine sind, dass sie bei denen Smalltalk eher zäh ist oder so gar nicht Partylöwen sind. Und das bei vielen vielleicht auch einfach immer negativ rüberkommt, einfach so, die sind ja nicht gesellig oder die sind sagen ja nichts. Und mit diesen Klischees, nenne ich sie jetzt mal, wurde ich auch schon lange konfrontiert in meinem Leben. Und ich habe im Zuge der Recherche ein bisschen meine ganz alten Zeugnisse durchgelesen und habe da Folgendes gefunden. Jessica ist sehr still und fügt sich unauffällig in die Klassengemeinschaft ein. Sie kann mit einzelnen Schülern Kontakt aufnehmen und recht aufgeweckt sein. Im Klassenverband wirkt sie dagegen oft ängstlich. In späteren Zeugnissen ist so, dass sich das immer wiederholt. Gerade nachdem ich die Schule gewechselt hatte, ist eigentlich dieser Satz in ähnlicher Form immer wieder vorhanden. Das ängstlich wird dann halt durch zurückhaltend eben ersetzt. Sie kann sich gut konzentrieren und arbeitet schon recht selbstständig. Veränderte Situationen verunsichern sie jedoch stark. Sie sollte sich noch aktiver am Unterrichtsgespräch beteiligen. So in Sachen, du sagst ja nichts, ne? Diese Geschichte. Sie wirkt sehr verträumt und hat Probleme, sich einer größeren Gruppe mitzuteilen. Also, dass man sehr zurückgezogen wirkt. Konflikten versucht sie aus dem Weg zu gehen. Und das war übrigens erste Klasse. Also da war ich 6 Jahre alt, so hat man mich damals beschrieben. So bin ich auch heute noch teilweise. Aber ich habe natürlich auch gelernt, damit etwas umzugehen. Und das macht mich halt aber auch einfach aus. Ich fasse jetzt mal ganz kurz zusammen, was introvertierte Menschen so ausmacht. Sie sind halt gute Beobachter und Zuhörer. Also bevor ich irgendwie selber aktiv werde, gucke ich mir eben ganz genau an, wie funktioniert das, wie sind die Beziehungen der Menschen untereinander zum Beispiel oder wie funktioniert eine Sache an sich. Da scheine ich oft still, ruhig und zurückhaltend, weil ich eben erstmal gucke, worum geht es hier überhaupt. Und das ist auch noch so, dass ich dann eben einfach auch keine Rampensau bin, sondern einfach eher so ein sehr, sehr zurückhaltend einfach bin. Wir haben ein intensives Innenleben. Nach außen hin wirkt das so, ich sitze da und irgendwie würde ich in der Welt rumträumen. Tatsächlich geht in meinem Kopf ziemlich viel ab in dem Moment. Und das ist halt für Außenstehende einfach nicht sichtbar. Genau, Energiegewinnung durch Alleinsein und reizarme Umgebung. Das ist einfach wichtig, weil es die Art und Weise ist, wenn ich Input kriege, muss ich den verarbeiten. Und da kann ich nicht einfach ständig, wie jetzt hier so 2 Tage Konferenz, morgen noch Contributor Day, das zehrt sehr. Und ich brauche die Zeit für mich und eine Umgebung wie ein ruhiges Hotelzimmer oder
einfach eine ruhige Umgebung, wo ich jetzt nicht so viel Input von außen kriege, um eben wieder Energie zu tanken. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Weiter geht's mit der Stimulation. Also wir brauchen weniger Stimulation von außen. Ich muss mich jetzt nicht jede Woche, jedes Wochenende irgendwie unter Menschen stürzen oder irgendwelche Partys besuchen oder sonst irgendwas machen, wo ich halt weg bin. Ich kann auch gut ein ganzes Wochenende einfach zu Hause verbringen in aller Ruhe, kann ein Buch lesen und mich mit mir selber beschäftigen. Auch das gibt mir halt dann auch wieder Energie zurück. Aktiver in Gesprächen mit einzelnen Personen heißt, dass ich natürlich jetzt nicht komplett zurückgezogen bin, sondern das auch sehr schätze, wenn ich mit einem Menschen direkt ein Gespräch führen kann, also nur mit einer einzigen Person, das dann auch tiefergründig sein kann, das bereichert mich dann auch wiederum. Etwa 30% der Menschen sind introvertiert. Die Zahlen schwanken, manche sagen die Hälfte, manchmal weniger, aber das ist jetzt so das, worauf man sich am meisten geeinigt hat. Also es ist relativ häufig, sage ich mal, trotz dass sie eher unscheinbar erscheinen. Und das Wichtigste ist natürlich auch, wir können uns anpassen. Das heißt, so wie wir sind, ist das okay, aber wir können natürlich auch diese extrovertierten Eigenschaften uns aneignen und dann auch mit denen uns... Bitte? Genau, danke. Ja, Introversion ist Persönlichkeitspsychologie. Also das hat vor knapp 100 Jahren der Psychiater Carl Gustav Jung erstmals beschrieben. Der war selber introvertiert und der hat das halt eben nur gemacht, indem er Menschen in seiner Arbeit beobachtet hat, also als Psychiater. Na, er hat sich angeschaut, wie unterscheiden sich manche Menschen und hat daraufhin eben die Introversion beschrieben. Kennt irgendwer Carl Gustav Jung? Schon mal gehört? 1, 2, 3? Wer kennt Sigmund Freud? Alle? Sigmund Freud war nämlich der Extrovertierte und Carl Gustav Jung hat auch mit ihm zusammengearbeitet. Also die lebten zur selben Zeit und haben auch zusammengearbeitet. Und natürlich kennt man Freud mehr, weil er eben dieser Extrovertierte war und natürlich seine Theorien auch weit sehr umfassend sind. Aber Carl Gustav Jung hat eben auch sehr viel zu dieser ganzen Psychologie, eben zu dem Verständnis beigetragen. Introversion kommt halt nicht alleine, sondern sie kommt zusammen mit der sogenannten Extraversion. Und das muss man sich vorstellen wie auf einer Skala. Das heißt, am einen Ende ist die Introversion, am anderen Ende die Extroversion. Und jeder bewegt sich oder jeder Mensch ist auf dieser Skala irgendwo verortet. Die einen mehr auf der einen Seite, die anderen mehr auf der anderen Seite. Es gibt auch welche, die in der Mitte sind. Also es kann überall sein. Extraversion ist eben, man ist nach außen gewandt, als vom Lateinischen her. Und Introversion bezeichnet das eben das nach innen Gewandte. Und die Mitte kann man auch als ambivertiert oder zentrovertiert bezeichnen. Und diese Personen sind halt in der glücklichen Lage, dass sie eben die Stärken beider Seiten nutzen können. Also sie können sowohl natürlich ihre introvertierten Züge ausleben, aber genauso gut können sie die extrovertierten Züge ausleben. Beneide ich zum Beispiel sehr als Introvertierter manchmal. Die Tendenz, wo man sich auf dieser Skala einfindet, ist angeboren. Also das bekommt man einfach mit. Da gehe ich dann auch noch gleich aus physischer Sicht drauf ein. Und es ist so, dass man sich auch noch ein bisschen bewegen kann auf der Skala. Also man ist nicht fest auf einen Punkt verankert, sondern je nachdem, was man für Erfahrungen im Leben macht, kann man sich eben mehr in die eine oder mehr in die andere Richtung verschieben. Auch wichtig ist das soziale Umfeld und die Kultur. Also wie wachsen wir auf, in welcher Kultur, in welcher Familie, in welchem Familienstand wachsen wir auf. Auch das prägt uns eben auf dieser Skala.
Und jeder Mensch hat dann halt einfach so seinen eigenen Mix eben aus diesen ganzen Erfahrungen und was er eben mitbekommt. Introversion ist nicht. Es gibt zwei Begriffe, die gerne mal mit Introversion verwechselt werden. Der erste Begriff ist schüchtern oder Schüchternheit. Schüchtern heißt, dass man Angst vor dem sozialen Umfeld hat oder Angst vor der Bewertung durch andere Menschen, also soziale Angst. Das ist Schüchternheit, dass man sich eben nicht traut, Menschen anzusprechen. Das ist der Klassiker davon. Das heißt nicht, dass man introvertiert ist. Viele Introvertierte sind schüchtern, das ist so, aber nicht ausschließlich. Also es gibt auch Introvertierte, die nicht schüchtern sind. Und der zweite Punkt ist, dass Hochsensibel oder Hochsensibilität ist eben auch nicht Introversion, sondern Hochsensibilität ist eben, dass man viel stärker auf Reize reagiert und die Wahrnehmung einfach noch schärfer ist. Und man hat viele Interessen oder man erkennt viele kleine Details oder man kann ganz gut Befindlichkeiten und Stimmungen von anderen Menschen wahrnehmen. Intensives Erleben von Kunst und Musik gehört da zum Beispiel auch dazu. Es ist auch so, dass Schüchternheit und Hochsensibilität bei Extrovertierten vorkommen kann. Es ist aber auch so, dass es eben häufiger bei Introvertierten ist, aber eben nicht ausschließlich. Genau. Weiter geht's mit dem Introhirn. Das wird jetzt ein bisschen, ja, ich werfe jetzt ein bisschen mit Fachbegriffen rum. Ist nicht schlimm, aber ich versuche es ein bisschen zu erklären, weil es ist so, dass eben das Gehirn eines Introvertierten anders funktioniert als das eines Extrovertierten. Carl Gustav Jung hat seine Beschreibungen damals nur durch Beobachtung eben festgesetzt und heute ist es halt durch die Forschung möglich, einfach einen Blick ins Gehirn zu werfen. So. Und man konnte eben neurobiologische Unterschiede feststellen und das Introhirn unterscheidet sich in folgenden Punkten eben von dem Hirn eines Extrovertierten. Es gibt die erhöhte Gehirnaktivität und einen stärkeren Blutfluss im Vorderhirn. Das heißt, dass es hier vorne in dem Bereich mehr Blut durchfließt und einfach mehr Action ist. Immer. Das ist nicht an oder aus oder mal schwächer, wenn ich jetzt irgendwie aufgeregt bin, sondern es ist immer. Das ist vom Aufwachen bis zum Schlafen gehen und beim Schlafen sowieso. Das ist das Hirnareal fürs Erinnern, Entscheiden, Planen und Problemlösen. Ja, und da verarbeitet man auch die Informationen sehr intensiv und man denkt halt einfach viel nach und das findet alles eben hier vorne statt. Und auch wenn ich den ganzen Tag da sitze und scheinbar nichts tue, aber ganz viel Gedankenarbeit mache, dann bin ich natürlich am Ende des Tages genauso kaputt wie jemand, der die ganze Zeit Gartenarbeit gemacht hat oder so. Der nächste Punkt sind längere Nervenbahnen. Wir haben tatsächlich so eine längere Leitung einfach. Man braucht ein bisschen länger, um eben neuen Input zu verarbeiten und eher auch teilweise auch manchmal um zu reagieren auf etwas. Merkt ihr vielleicht auch gerade, wenn ich irgendwie so kurz stocke, weil ich erstmal meine Gedanken sortieren muss, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Das heißt nicht, dass man weniger doof oder weniger intelligent oder doof oder weniger intelligent ist, so rum, sondern einfach, dass es eben der Verarbeitungsprozess einfach länger braucht. Man kann das ausgleichen, indem man die Sachen einfach übt und wiederholt. Also Beispiel ist, in der Fahrschule habe ich mich sehr lange damit schwer getan, die Gänge zu schalten. Ich habe das ewig nicht hingekriegt. Und mit viel Übung hat es irgendwann geklappt. Heute ist das natürlich kein Problem mehr. Genauso ist Beispiel bei einem anderen Hobby von mir, beim Nähen. Da war es so, dass ich am Anfang was versucht habe und das hat aber nie geklappt, weil man da doch viele, viele Dinge beachten muss. Und ich war irgendwann so frustriert, dass ich es einfach aufgegeben habe für eine lange Zeit und jetzt dann wieder angefangen habe und halt Schritt für Schritt wirklich langsam und immer wiederholen und irgendwann klappt es dann auch. Als nächstes
Der nächste Unterschied ist der sogenannte Mandelkern, die Amygdala. Die ist leicht erregbar. Das heißt, dass die Reaktion auf Umweltreize einfach, dass sehr schneller reagiert. Und die Amygdala ist dafür zuständig, dass die Sinneseindrücke, die wir haben, also sehen, hören, riechen, schmecken, tasten, werden aufgenommen und dieser Teil des Gehirns sagt eben dem restlichen Gehirn und dem Nervensystem, was machst du jetzt oder was sollst du jetzt machen? Reagierst du, läufst du weg, gehst du hin, solche Geschichten. Es ist auch für das Bewerten von Situationen zuständig und Gefahren zu erkennen. Und das führt dazu, dass ich halt bei neuen Sachen oder neuen Umgebungen oder ungewohnten Situationen viel schneller gestresst bin. Dass mich das einfach ein bisschen mehr fordert, weil ich erstmal ja mir alles angucken muss, ich muss alles bewerten. Und das löst bei mir auch Stress aus. Und es ist so, dass man durch das intensive Innenleben ja auch weniger Reize selber von außen benötigt. Und wenn es einfach zu viele Reize sind, wird man halt störanfälliger. Also man kann sich weniger konzentrieren, man ist nervös. Und das jetzt so wie jetzt hier so ein Camp, das ist natürlich schon echt so viel Input, so viele Leute. Ungewohnte Umgebung, also ungewohnt, weil wir noch nie hier waren. Das ist schon anstrengend. Genau, weiter geht's mit dem Nucleus Accumbens, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, das sogenannte Lustzentrum ist schwer erregbar. Das heißt, das Lustzentrum ist eben dafür da, um Belohnung und Lust eben zu bewerten und ist auch für Emotionen zuständig. Und es fördert halt durch Glücksgefühle bestimmte Verhaltensweisen, die eine Belohnung erwarten. Also quasi, wenn man einen Kick hat. Ne? Also wenn man jetzt, sag ich mal, total scharf auf Bungee-Springen ist, weil man diesen Kick einfach sucht, von der Brücke zu springen und weiß, man fällt in die Tiefe, aber man wird trotzdem gehalten, dieser Kick einfach. Würde ich persönlich nie machen, weil ich kein Risiko eingehen möchte. Und das ist auch grundsätzlich der Teil, dass ich einfach sehr vorsichtig bin, kommt dann auch gleich noch. Und eben weiterer Teil ist, dass man wenig intensive Gefühle hat. Also ihr werdet mich nie in kompletten Begeisterungsstürmen hier durch die Menge explodieren sehen, sondern ihr werdet mich halt immer so ruhig sehen. Genau. Und der letzte Punkt, was sich beim Introhören unterscheidet, ist der stärkere Parasympathikus. Der gehört zum vegetativen Nervensystem. Das ist der sogenannte Ruhenerv. Und der ist dafür da, dass man, der löst quasi Schonung und Erholung aus. Also, dass man zur Ruhe kommt. Das äußert sich darin, dass der Herzschlag eben sinkt und Verdauungsaktivitäten zum Beispiel zunehmen. Der Gegenspieler dazu ist der Sympathikus, der eben für Leistung und Angriff und Flucht und Anstrengung zuständig ist, also der macht Power sozusagen. Die beiden funktionieren die Erregungsübertragung zwischen denen funktioniert mit den Neurotransmittern, also beim Sympathikus ist es das Dopamin, das habt ihr bestimmt vielleicht schon mal gehört. Und beim Parasympathikus ist es das Acetylcholin, auch so ein Botenstoff. Und auch dieses Acetylcholin sorgt dafür, dass dieses Acetylcholin hat auch eine längere Zeitspanne, bis der diese Information übermittelt hat. Und wenn es eben dieser Pegel dieses Botenstoffs eben zu niedrig ist, kommt es eben zum Beispiel auch dazu, dass man eben gereizt ist. Ja, das waren so jetzt die groben Unterschiede. Müsst ihr nicht alles verstehen, kann man auch alles nachlesen. Oder fragt mich halt einfach nachher nochmal. Dann möchte ich weitermachen mit den Stärken. Wir haben schon gewisse Stärken und manchmal werden die auch nicht so wahrgenommen. Also es war bei mir auch so. Und
introvertierte Menschen neigen halt sehr viel zu Selbstkritik. Das heißt, man muss das erstmal bewusst für sich entdecken, was man für Stärken hat. Und eben den Blick dafür schärfen, dass es eben diese Stärken gibt und dass man damit auch was erreichen kann. Bei den Stärken ist es so, dass man hat nicht alle, also die ich gleich vorstellen werde, aber viele haben viele davon. Und es ist auch nicht so, dass das nur Stärken von Introvertierten sind, Extrovertierte können die auch haben. Ich werde die jetzt auch nur kurz überfliegen, da kann man noch sehr viel in die Tiefe gehen. Aber ich stelle sie euch mal eben vor. Vorsicht ist der erste Punkt. Vorsicht bedeutet eben Sicherheitsbedürfnis. Also das heißt, ich beobachte erstmal, überlege, also ich bin jetzt nicht so, ich presche nicht vor. Ne? Teilweise meide ich auch Situationen einfach, weil ich mich da nicht sicher fühle. Auch im Austausch mit anderen ist es so, dass ich eher so ein behutsam damit umgehe und ich kann zum Beispiel auch, oder ich baue auch sehr selten Druck auf, also dem Gesprächspartner gegenüber. Ich schätze auch einen respektvollen Umgang, das spielt da auch mit rein. Und bin auch sehr unaufdringlich. Ich hätte auch mal weiterschalten sollen. Genau. Dazu kommt dann auch noch das, oder als anderer Punkt ist dann, dass ich ungerne spontane oder undurchdachte Entscheidungen fällen möchte oder halt Gedanken raustragen möchte aus meinem Kopf. Die Kehrseite davon ist halt, dass ja, ich halt sehr zurückhaltend erscheine und das halt teilweise auch als Gleichgültigkeit aufgefasst werden kann. So, ist dir jetzt egal, weil du jetzt nichts sagst oder so, sondern nee, ich möchte das einfach halt erstmal durchdenken und erst dann möchte ich mich mitteilen. Der nächste Punkt wäre Substanz. Das heißt, dass eben Nachdenken ist grundsätzlich eine Hintergrundaktivität, also von morgens bis abends. Und durch das viele Nachdenken kann ich ja auch einen gewissen Grad an Substanz aufbauen, weil ich eben mich viel damit beschäftige über Sinn, die Bedeutung und das Soll und das Ist. Und dadurch ist es bei mir halt nicht oberflächlich, sondern es bringt eine gewisse Substanz und Tiefe mit. Weil ich eben schon alles einmal durchgedacht habe, ist das wichtig, ist das richtig, passt das vom Hintergrund her. Und wie ich gerade schon sagte, bei Gesprächen schätze ich es einfach mehr, mit weniger Leuten zu reden, dafür tief, also tiefergehende Gespräche zu haben, anstatt dass ich mit vielen Leuten oberflächlich irgendwie quatsche. Und ich lege auch mehr Wert auf den Inhalt als auf die Formulierung oder die Präsentation, weil es mir einfach wichtig ist, den Inhalt rüberzubringen. Bei der Substanz ist es auch so, ja, genau, Basis für echte Freundschaften, weil es eben, ja, durch die Substanz einfach, man sich eine gewisse Basis schaffen kann, dass man sich auf den anderen auch verlassen kann und dass man weiß, okay, die meinen das nicht nur Oberfläche, sondern die meinen das auch wirklich so. Die Kehrseite dazu ist, dass Substanz einfach auch Zeit braucht. Also ich muss mir die Zeit nehmen, das zu überdenken, was dann auch oft als Passivität aufgenommen werden kann von der Gegenseite. Also du kommst nicht aus dem Quark oder das dauert halt einfach ewig bei dir. Das ist auch wieder so ein Klassiker, den man immer wieder hört. Eine weitere Stärke ist die Konzentration. Das ist eben so, ich brauche halt wenig Input von außen,
und kann dann halt aber mich eben zurückziehen und einer Aufgabe halt wirklich über längere Zeit aufmerksam nachgehen. Und durch diese Stärke bin ich auch weniger abgelenkt oder kann mich dann auch besser eben auf die Sache fokussieren. Im Gesprächen ist es so, dass man dann durch diese Konzentration kann man seine Präsenz auch bündeln mit der Kraft und mit der Aufmerksamkeit. Der nächste Punkt ist Zuhören. Und das wird halt oft unterschätzt, dass man halt auch ja, dem Gegenüber zuhört. Und das ist halt nicht nur, dass man sich irgendjemand sagt was und man versucht sich einfach nur eine Antwort zurechtzulegen, sondern auch wirklich zuzuhören und dann auch quasi einen Dialog zu schaffen, weil man auch die Perspektive des anderen erfasst und verstehen kann. Genau, und durch die Verarbeitung und Verwertung von Informationen, was ist eben, was ist wichtig, was ist relevant, gibt man dem Gesprächspartner halt so eine Aufmerksamkeit, dass man ihm ganz Ohr ist. Und das schafft dann auch Vertrauen an der Stelle. Nächster Punkt ist Ruhe. Und da muss man ein bisschen was unterscheiden. Und zwar, es gibt die äußere Ruhe und die innere Ruhe. Und die äußere Ruhe ist eben, dass man keine Stimulation von außen hat, also dass man sich zurückzieht, eben in eine ruhige Umgebung, um daraus wieder ja, Energie zu schöpfen. Wenn man keine äußere Ruhe hat, dann kenne ich auch, dann werde ich nervös oder werde gereizt. Oder das geht dann halt so weit, dass ich richtig erschöpft bin. Genau, und dann die innere Ruhe. Ach nee, da kommt noch ein Teil. Die Ermutigung ist auch für andere, ne? Also wenn man selber so eine Ruhe ausstrahlt, dass sie halt auch mal ein bisschen, wenn die total hibbelig sind, dass sie mal ein bisschen runterkommen, sag ich mal, und dann nochmal durchgucken, ja, was sind denn da eigentlich deine Bedürfnisse, und bevor die dann irgendwas überstürzt handeln, dass man darüber vorher nochmal nachdenkt. Innere Ruhe ist dann halt, ja, wie man innen oder wie man vom Denken her oder vom Geistigen her einfach, ob man da ruhig ist. Bin ich im Moment überhaupt nicht. Ich bin scheiße nervös. Immer noch. Innere Ruhe kann man erreichen, indem man sich also Entspannungsübungen macht, wie zum Beispiel Meditation. Und innere Ruhe schafft dann auch, kann Klarheit schaffen. Also, dass man, wenn es irgendwie total, total viel los ist und man überhaupt keinen Überblick mehr hat, und dann versucht zur Ruhe zu kommen, dass man dann auch noch mal alles sortieren kann und sagen kann, okay, das muss ich jetzt noch machen, das muss ich noch erledigen, mit dem muss ich noch sprechen. Wenn man unruhig ist innerlich, dann ist das ein Riesenzirkus und man weiß gar nicht mehr, wo man zuerst hingucken soll. Genau, und das hilft auch dabei, zwischen wichtigen und unwichtigen Reizen zu unterscheiden, wenn man eine innere Ruhe hat. Ne, muss ich jetzt darauf Acht geben? Nee, muss ich nicht. Und wenn ich jetzt so unruhig bin, dann muss ich alles aufnehmen und das überfordert mich dann auch wieder ein Stück weit. Und die Ruhe hilft dann auch, sich zu konzentrieren, wenn man dann eben auch eine innere Ruhe erreicht hat. Der nächste Punkt ist analytisches Denken. Und das gibt es natürlich nicht nur bei Introvertierten, das gibt es bei jedem. Aber bei Introvertierten ist es halt so, dass sie eben an der Stelle besonders ausgeprägt ist, dieses analytische Denken. Und es ist halt ein sehr sorgfältiges Nachdenken, was eben oftmals immer wieder von vorne und dann mit anderen Faktoren, also es wird gefiltert und es wird eben ja, ausführlich bearbeitet und verarbeitet.
Das hilft auch eben, Dingen auf den Grund zu gehen und zu recherchieren. Also als Webentwickler ist das sowieso so eine Sache, wir müssen das tun und wir haben einfach den Vorteil, dass wir sehr viel analytisch denken können und das hilft uns einfach auch ungemein bei unserer Arbeit. Und genau, das mache ich schon mal. Das ist auch so, dass man eben auch dadurch komplexe Zusammenhänge dann auch aufdröseln, runterbrechen kann, sodass es auch logisch wird. Und ja, viel wert ist es in der Wissenschaft oder im Controlling. Beim Controlling müsst ihr euch vorstellen, hier, wenn jetzt einer irgendwo einen Fehler in der Bilanz hat und man guckt drauf und sieht den erstmal nicht. Und wenn man dann so ein analytisches Denken hat, geht man halt eben sukzessive alles durch und wenn man weiß, okay, da ist was, dann vielleicht ist der Fehler dort drin oder dort drin und man kann sich einfach darauf einstellen, dass man diesen Fehler irgendwann findet. Genauso dazu gehört das problemlösende Denken, eben als Vorteil in der IT, weil wir einfach immer Probleme lösen. Runtergebrochen ist es ja das, was wir eigentlich machen als Entwickler. Der nächste Punkt ist Unabhängigkeit. Man ist dann weniger auf Rückmeldung und Bewertung anderer angewiesen. Das heißt, es lebt sich halt leichter, man kann leichter allein sein und man braucht diesen Input nicht von außen. Leicht allein sein, genau. Was dann auch zu einer großen Selbstständigkeit einfach führt und auch zu einer sogenannten inneren Freiheit, dass man einfach frei ist und nicht darauf warten muss, was sagt denn jetzt mein Freund, meine Freundin, mein Partner, whatever, sondern dass man für sich selber einfach sagt, so ist es und das mache ich jetzt so. Die Kehrseite davon ist, dass eine Unabhängigkeit natürlich auch auf Kosten der Kommunikation und der Teamfähigkeit gehen kann. Das heißt, dass man, sein eigenes Ding machen will, obwohl man eigentlich zusammenarbeiten muss. Die höchste Form von der Unabhängigkeit ist dann aber auch die sogenannte Selbstlosigkeit. Das heißt, dass man nichts, sag ich mal, aus Eitelkeit, Stolz macht oder aus dem Geltungsbedürfnis, sondern dass man sich halt für wichtige Dinge oder für das große Ganze oder andere Menschen und Bedürfnisse einsetzt. Also dass man das nicht macht nur, damit ich das Prestige kriege, sondern damit alle was von haben. Der nächste Punkt ist die Beharrlichkeit. Das heißt, dass man eben dran bleibt an gewissen Sachen, was auch eine zielgerichtete Art der Geduld ist. Also man bleibt dran, obwohl man Rückschläge hat, obwohl man Widerstände hat, man bleibt trotzdem an der Sache dran. Dazu zählt auch eine Gründlichkeit, gerade bei langwierigen Aufgaben, dass man das trotzdem immer wieder und wieder und wieder wiederholt. Das kann zum Beispiel auch Verhandlungen ganz gut sein, dass man eben da eine gewisse Ausdauer hat. Beispiel wäre Marie Curie, die Nobelpreisträgerin in Physik und Chemie, die halt immer wieder zu ihrer Zeit waren ja Frauen noch nicht so, zum Studieren zugelassen, wurde oft abgelegt und sie hat trotzdem einen Nobelpreis gekriegt, weil sie sich immer wieder dran gesetzt hat und immer wieder weiter geforscht hat. Genau. Schreiben ist auch ein wichtiger Punkt. Die schriftliche Kommunikation wird einfach von uns bevorzugt. Also ich habe es lieber, wenn ich eine E-Mail schreiben kann, als wenn ich jemanden anrufen muss. Ich kann meine Gedanken halt vorab sortieren und ich kann eben die Kommunikation entschleunigen. Also dass mich halt nicht sofort wieder, wenn ich jetzt direkt eine Antwort kriegen würde, dass ich daraufhin wieder überlegen müsste.
Und das sichert auch so ein bisschen eine Distanz. Und das, ja, ich kann mich halt auch besser mitteilen, zum Beispiel eben über soziale Netzwerke. Und auch ein ganz wichtiger Punkt ist das Einfühlungsvermögen. Das heißt eben, wie tickt der Gesprächspartner oder wie tickt das Gegenüber an der Stelle? Was ist dem wichtig? Dadurch, dass man ja viel beobachtet, hilft das auch ziemlich an der Stelle. Und es schafft halt auch Vertrauen. Und zusammen mit den Stärken Substanz und Zuhören, also man hört zu, man nicht nur oberflächlich, sondern bedenkt alles auch in der Tiefe, kann man halt ein guter Ansprechpartner werden in vielen Belangen. Man kann auch Kompromisse erkennen und Diplomatie vermitteln. Also dass eben auch die Gegenseite eben auch bedacht wird und nicht nur alles auf einer Seite ist. Genau, und das gibt dann auch weniger Potenzial für Konflikte, wenn man beide Seiten eben bedenkt. So, jetzt muss ich ein bisschen Gas geben. Die Introhürden, nicht unbedingt Schwäche, aber es ist kompliziert. Das macht die Hürden oder die Schwächen machen, sind halt Dinge, die einen angreifbar und verletzlich machen, einen introvertierten Menschen. Der erste Punkt ist die Angst. Angst ist per se nicht schlecht, das schützt halt vor unbedachtem Handeln. Angemessene Angst schützt einfach, überall. Aber wenn die Angst zu stark wird, kann sie blockieren. Das heißt, dass man dann eben so viel Angst hat, dass man gar nicht mehr handeln kann. Ist mir auch schon passiert. Durch den Mandelkern hat man auch, der auch das Angstzentrum ist, eine intensivere Wahrnehmung der Angst. Genau. Kleinteiligkeit ist zum Beispiel, dadurch, dass man viele Details erkennt, kann man sich darin verlieren auch irgendwann. Das kann natürlich gut sein, wenn man Fehler sucht. Teilweise in Gesprächen ist aber auch so, dass man dann das Gesamtbild aus den Augen verliert, weil man sich dann irgendwann ganz tief in irgendwelche Details eben verliert. Und in Kombination mit Perfektionismus und Mikromanagement, in Kombination mit Perfektionismus kann auch Mikromanagement oder eine Kontrollwut erstehen. Genau, der nächste Punkt wäre Überstimulation. Das ist jetzt, habe ich jetzt schon häufiger erwähnt. Zu viel ist einfach zu viel Eindrücke in kurzer Zeit, dass man einfach zu viel Input hat. Zu laut ist bei mir auch so, Geräuschempfindlichkeit, also dass man stark auf eben Geräusche reagiert und die einen auch dann wieder aus der Ruhe bringen. Zu schnell ist, dass man, heißt in Gesprächen, dass man halt kurzfristig Entscheidungen treffen muss, die man eigentlich gar nicht treffen will. Das ist auch Überstimulation oder aggressive Diskussion, wenn es dann halt mal richtig zur Sache geht. Überstimulation kann auch auftreten eben bei Konflikten oder Austausch mit größeren Gruppen. Im Alltag sind da solche Sachen wie Unterbrechungen oder Anrufe, die eben dann einen wieder rausbringen. Und keine Rückzugsmöglichkeit, das heißt, man macht zu. Das heißt, man meidet einfach, also man hat weniger Gespräch, man nimmt weniger dann teil, man versucht Kontakt zu vermeiden, weil es einfach irgendwann zu viel ist. Das kann natürlich dann manchmal distanziert oder gelangweilt wirken, aber manchmal muss das einfach sein. Und der Preis, wenn man, sag ich mal, nicht... Oder wenn man sich zu viel überstimuliert und nicht zur Ruhe kommt, kann dann halt bis zum Burnout gehen. Passivität heißt, man weigert sich, etwas zu tun. Man verharrt in der Situation. Leise Stimme, damit wollte ich sagen, dass es auch irgendwo Schwäche impliziert, wenn man ganz leise spricht. Und nicht jemand, der mit lauter Stimme hier durch die Gegend poltert, sage ich mal.
Wenn man angegriffen wird, äußert sich die Passivität auch durch Schweigen. Das heißt, dass man versucht, das irgendwie auszusitzen und halt nichts macht oder nichts sagt. Und ja, die Hoffnung hat, dass es sich halt dadurch bessert. Was dann aber auch dazu führen kann, dass ja, manche Leute das einfach ausnutzen und dann immer wieder auf einen draufhauen. Genau, und Passivität trägt auch dazu bei, dass man eben Überstimulation verhindert. Der nächste Punkt ist Flucht. Flucht ist eben Vermeidung durch Rückzug, also dass man sich aus einer Situation selber rauszieht. Man sucht nach einer Ablenkung oder nach einer wenigen belastenden Aktivität oder Umgebung, dass man einfach dort wegkommt, wo man gerade ist, weil es einem da weil man sich nicht wohlfühlt oder weil es einem nicht gut geht. Dazu gehört auch die Prokrastination, also dass man Dinge immer wieder aufschiebt und die nicht macht oder nicht machen möchte. Auch da ist es so, es ist dafür da, auch irgendwo eine Restenergie zu bewahren, wenn ich jetzt irgendwo unterwegs bin, dass ich dann eben noch schnell, sag ich mal, mich in ruhige Gewässer begeben kann. Noch ein Punkt ist die Selbstverleugnung. Das heißt, dass ja, man die eigenen Bedürfnisse unterdrückt oder eben negativ bewertet. Macht man häufig in einer extrovertierten Umgebung. Und dort bekommt man dann halt auch eben vermittelt, dass mit einem irgendwas nicht in Ordnung ist. Und es ist auch so, dass man, wenn man jetzt, ich sag mal, so als einzelner Introvertierter in einer sehr extrovertierten Umgebung sich dann ja auch irgendwie falsch fühlt. Fixierung ist auch noch so ein Punkt, dass man sich eben, ja, ist eine erstarrte Form der Beharrlichkeit. Also Beharrlichkeit kann ja gut sein, wenn man an der Sache dranbleibt. Fixierung ist aber eben ja, das Erstarren in der Situation, dass man halt nicht flexibel genug ist. Und ist auch eine Energiesparstrategie, dass man so einen genannten Autopilot einfach drin hat und dann immer direkt an dem bleibt. Ja, die Kontaktvermeidung, eben wenn man Menschen begegnet, die man als anstrengend oder lästig empfunden wird, dass man versucht, denen nicht nochmal zu begegnen oder denen aus dem Weg zu gehen einfach. Oder auch wenn zu viel Rummel ist, dass man sich dann eben zurückzieht. Die Gefahr dabei ist, dass man halt in eine soziale Isolation geraten kann. Was man da nicht verwechseln kann, ist mit der Flucht. Flucht ist halt vor der Situation und Kontaktvermeidung ist halt gegenüber Menschen. Das sind zwei Dinge, die man unterscheiden muss. Und der letzte Punkt, dann haben wir es auch gleich, ist die Konfliktscheu. Das heißt, dass ja, man Konflikten am liebsten aus dem Weg gehen möchte, weil man sie halt als aufwendig oder stressbelastet sieht und man halt die Folgen auch nicht vorhersehen kann. Und ja, Kommunikation kann ja auch außer Kontrolle geraten, wenn es jetzt wirklich ein großer Konflikt ist. Da spielt dann auch wieder die Angst mit rein. Und eben, ja, das ist dann auch eine Belastung bei einem Konflikt. Also bei mir ist es ganz oft Schlaflosigkeit, ich kann nicht einschlafen. Das spart ebenfalls Energie. Es sind viele solche Energiespargeschichten. Und jetzt zum Schluss möchte ich euch noch ein paar introvertierte Persönlichkeiten vorstellen. Die kennt ihr mit Sicherheit alle. Aber vielleicht habt ihr sie noch nie so in diesem Licht gesehen. Fangen wir an mit Angela Merkel. Die ist ja auch sehr, hat auch so eine sehr ruhige Art. Barack Obama ist auch ein introvertierter Mensch. Albert Einstein war jemand so ein introvertierter Mensch. Bei Personen, die nicht mehr leben, ist es so, dass man halt sehr viel auf ihre eigenen oder auf die Beschreibungen ja, zurückgeht, wie sie eben beschrieben wurden. Marie Curie hatte ich gerade schon angesprochen, Charles Darwin war so einer, Mahatma Gandhi, Joanne K. Rowling, die Autorin von Harry Potter, Bill Gates. Bei Bill Gates ist es zum Beispiel so, er ist introvertiert, aber er ist nicht schüchtern. Das ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt bei ihm zu wissen. Also er hat sich nicht viel draus gemacht, wenn Leute gesagt haben, ey, Microsoft ist doch voll kacke. Mark Zuckerberg,
Steven Spielberg ist auch so ein introvertierter Mensch. Günther Jauch gehört auch dazu. Frédéric Chopin und Ludwig van Beethoven und Michael Jackson. Alles introvertierte Menschen, obwohl sie eben erfolgreich und bekannt sind. Das führt natürlich zu der Frage, ist Introversion schlimm oder halt, um den Bogen jetzt zu schließen. Ich sage nein. Und das sage ich halt, weil ich weiß, oder seit ich weiß, dass ich introvertiert bin, lebt es sich halt angenehmer und ich kann meine Bedürfnisse einschätzen und ich kenne Dinge, die mir schwerfallen, aber ich kann damit arbeiten und ich kann daran arbeiten, dass sie besser werden. Und ich kann meine Stärken auch gezielt einsetzen. Dass eben Introversion schlimm sein soll, weil die Intro-Eigenschaften als negativ empfunden werden, finde ich halt einfach falsch. Und ich finde, jeder Introvertierte kann genauso einen Beitrag zur Gesellschaft leisten wie jeder andere auch, nur eben auf seine leise Art und Weise. Danke. Du hattest noch eine Frage? Einmal interessant, weil du als Entwicklerin arbeitest, ich weiß nicht, wie das bei euch gewesen ist in der Firma, aber zum Beispiel, wenn du zur Kursverhandlung sein müsstest, ist das für dich okay oder ist es dann einfach auch too much? Okay, die Frage ist im Großraumbüro, ob das too much ist oder ob das okay ist. Es ist nicht okay. Um es kurz zu sagen, es ist einfach, ich habe einmal im Großraumbüro gearbeitet mit 7 anderen Leuten. Du bist wahnsinnig. Ich habe auch an der Hauptverkehrsstraße gearbeitet, der Verkehr macht dich wahnsinnig. Ist einfach so, das ist einfach nicht die Welt. Oder hattest du noch eine Frage? Mhm. Genau, also die Frage ist, wie sich Gefühle äußern oder ob man überhaupt starke Gefühle hat. Und es ist so, dass innen drin sind die Gefühle stark, sie kommen halt nur nicht nach draußen. Ja. Genau. Detlef? Ja, also mich hat das total bewegt, weil ich dich auch eben auf dem Webcam kennengelernt habe. Mhm. Und ich kenne uns jetzt besser. Und ja. Ich bin voll fasziniert. Ich würde es einfach nur mal Danke sagen. Ob ich mit jemandem streiten kann? Ja, ich kann auch streiten. Also wenn ich einen Standpunkt verteidigen will, kann ich auch mal streiten. Das geht. Wenn man mir so sehr auf den Sack geht, dass ich auch laut werde, werde ich auch laut. Das ist kein Ding. Warum ich das mache, warum ich hier stehe und 45 Minuten rede, da überwiegt einfach, dass ich das Gefühl habe, es ist vielleicht interessant für die einige und ich kenne mich damit aus und ich möchte das einfach weitertragen. Also so in Richtung Selbstlosigkeit? Ne? Genau, in Richtung Selbstlosigkeit geht das dann, dass ich halt, ist ja auch ein Stück weit Erfahrung sammeln. Ne? Man kann sich ja bewegen und man kann ja auch in die extrovertierten Gegenden, sag ich mal, reinschnuppern und das ist halt einfach so eine Möglichkeit davon, einfach mal das auszuprobieren. Ganz oben? Wenn du sagst, du streitst bei Aggressionen, verbaler Aggressionen, finde ich dabei viele Sachen ins Wieder und bei mir ist es dann so, ich schweige dann auch und das Gegenüber, dieses gleichgültig. Tatsächlich ist es aber so, ja, ist auch so. Genau, also es ging darum, ob man sich ja innerlich schon weiterdenkt, aber äußerlich dann eben im Schweigen, sag ich mal, verdammt ist. Ja. Alex? Erstmal gut ab, toller Beitrag. Also wirklich super, großen Respekt und
Also Introversion, Alex fragt, ob Introversion und Schüchternheit auch bei mir vorhanden ist. Ja, ist beides da. Also Schüchternheit auf jeden Fall. Also ich kann zum Beispiel nicht, kennt ihr diese Leute in der Fußgängerzone, die die irgendwelche Zettel in die Hand drücken oder dich irgendwie zu einer Unterschrift überreden wollen? Das könnte ich nie machen. Ich kann nicht auf diese Leute zugehen, hey, willst du mal hier unterschreiben? So nach dem Motto, ist einfach nicht mein Ding. Und Hochsensibilität auch, ja. Das ist aber, wenn ich jetzt anfange, dann sind wir morgen noch nicht fertig. Können wir ja gleich noch quatschen. Ist es generell so, dass du auch eher deinesgleichen suchst, also dass du lieber mit introvertierten Menschen zusammen bist, oder dass es dir auch gut tut, die Gegenseite zu haben? Frage ist, ob ich lieber mit introvertierten oder mit extrovertierten Menschen zusammen bin. Bei Introvertierten fühle ich mich erstens wohler, weil sie halt dann doch ähnlich ticken. Extrovertierte, wenn sie zu extrovertiert sind, gehen sie mir irgendwann auf den Senkel. Ne? Wenn die jetzt einfach zu viel quatschen. Ist aber nicht so, dass ich das generell ablehne, sondern einfach nur, ich muss halt selber dosieren können. Brauche ich den jetzt oder kann ich den zurückstellen? Und dass er mir mal morgen mal was erzählt und jetzt nicht heute oder jetzt. Danke.